Hinein ins Burgfräuleingewand und in den Ritterkittel. Wer eintauchen will in die Geschichte von Engers, ist bei Richard Erben. Genau richtig. So, Knappen und Burgfräulein, es kann losgehen. Gehen wir ins alte Engers. Kommt, folgt mir. Gleichgültig, ob er Kinder oder Erwachsene ins alte Engers führt. Nachtwächter Richard Erben bringt seine Gäste immer hierhin, zum Schloss. So, wir stehen hier vor dem Schloss Engers. Es war langer, langer Zeit gebaut worden. Hier hat ein Fürst gelebt. Er hatte 4 Stück von diesen Schlössern. Dieses Schloss benutzte er nur ganz kurz im Jahr, zur Rebhuhnjagd. Muss ich mir vorstellen, so ein großes Gebäude. Für ein paar Wochen im Jahr nur. 1759 ließ Kurfürst Johann Philipp von Walderdorf sein barockes Lustschloss erbauen. Jagdgöttin Diana blickte einst auf illustre Jagdgesellschaften hinunter. Heute auf hochbegabte junge Musiker aus aller Welt. Stipendiaten der Landesstiftung Villa Musica. In Engers dürfen sie zusammen mit Weltkünstlern wie Nicolas Kumatschenko proben und auch Konzerte geben. An der Hochschule, wir sind Studenten. Und hier, wir sind sozusagen Babykünstler, sozusagen, ja. Und immerhin, in der Hochschule ist es sehr schwierig, mit Stars zu arbeiten, weil wir dürfen nicht auf die Bühne wieder manchmal. Und hier können wir hautnah erleben diese Möglichkeit. Eliteförderung in der Akademie für Kammermusik. Breitenförderung in der Landesmusikakademie nebenan. Sie bietet Räume und Fortbildungskurse für Laienmusiker. Mit beiden Häusern ist Engers zum Musikzentrum des Landes Rheinland-Pfalz geworden. Der Stadtteil am Rhein profitiert. Die Villa Musica ist ein großer Impulsgeber für Engers. Engers ist der älteste Stadtteil in Neuwied. Und wir haben uns durch die Aktivitäten, die im Schloss stattfinden, auch auf unsere eigene Geschichte neu besonnen. Und der Stadtteil unter markanten Wasserturm hat reichlich Geschichte. Viele der 5600 Einwohner sind an Geschichte interessiert. Und so begann der Bürgerverein im Jahr 2001 mit Führungen durch Engers. Wir stehen vor dem Schloss Engers im Schlossplatz. Lauter herrliche Gebäude. Die Schlosshängen ganz, ganz. Das Rathaus ist aus dem Jahre 1642. Das sind eure Vorgänger, meine Schule. Viel besucht in Engers ist auch die mittelalterliche Zollstation am Rhein. So, hinter mir seht ihr den grauen Turm. Der graue Turm heißt eigentlich Grafenturm, weil Graf Wilhelm von Wied hier die Stadt Engers errichten ließ. Er hat die Stadtrechte bekommen. 650 Jahre ist es her. Es ist also somit das älteste Gebäude der Stadt Engers. Ein Gebäude, um das es sofort Streit gab, weil der Graf viel zu viel Zoll erhob. Der Nachtwächter erzählt Geschichten von Grafen, von Räubern oder vom Kellerkatzchen, die in diesem Wehrturm lebte und half, die Toten zu beerdigen. Das ist also keine normale Führung, wo man rund geht mit hier Schirm da gebaut, der wohnt da und da. Wir machen das ein bisschen anekdotisch dabei und es kommt sehr, sehr gut an bei den Leuten. Dauert so 2,5 Stunden, das ist eine sehr schöne Sache. Alle 2 Jahre spielen die Engerser auch Episoden ihrer Geschichte, vertreiben erneut den Kurfürsten, verurteilen die Halunken. Damit verbunden ist jedes Mal ein prachtvolles Historienfest. Auch die Schlossverwaltung organisiert Feste, Konzerte, Theater und sie vermietet ihre festlichen Säle. Beliebt bei Brautpaaren ist die Trauung im Diana-Saal. Beliebt bei Betriebsausflügen ein Kochkurs mit dem Chef der Schlossküche. Vor 100 Jahren war Schloss Engers eine preußische Kriegsschule, die Offiziere ausbildete. Danach ein Heim für Kriegsversehrte, dann bis in die 80er Jahre eine orthopädische Klinik. Seitdem gehören Menschen mit körperlicher Behinderung zum Alltag in Engers. 1300 Behinderte betreut das Heinrichhaus in Schulen, Werkstätten, Wohnheimen und Sporthallen. Hier geht es um Teamgeist und Taktik, um gute Abschläge, gezielte Pässe, kurz um Elektro-Rollstuhl-Hockey, die große Leidenschaft der Flashboy-Runners. Hartes Training hat die jungen Männer weit gebracht.
Die schwer mehrfach Behinderten spielen in der zweiten Bundesliga und sie wollen aufsteigen. Wir wollen in die erste Bundesliga. Dafür tun wir alles. Eigentlich so. Was denn alles? Wir kämpfen, wir setzen uns ein. Also wir spielen auch für den anderen, nicht alleine. Und ja, da wir ja alle Freunde sind, klappt das dann. Im integrativen Sportverein Engers trainieren Behinderte und Nichtbehinderte seit vielen Jahren gemeinsam. Als Ort der Begegnung ist auch diese geräumige Cafeteria in Engers gedacht. Das Lokal gehört zum Heinrich-Haus, beschäftigt auch Behinderte, steht aber jedem Gast offen. Ein Konzept, das in Engers gut ankommt. Ein historisches Stadtzentrum. Eine schöne Rheinpromenade und kulturelle Veranstaltungen durch das Schloss und die Ortsvereine bereichern Engers. Darüber hinaus schätzen die Einheimischen eine ganz besondere Kulturlandschaft am Stadtrand. Den Silbersee. Bis 1989 war er eine Kiesgrube im Besitz der Familie Scheidweiler. Ach, dort war mein Vater, war ein Naturfreund, und er hat immer gesagt, was wir hier in der Natur kaputt machen, durch diese Ausbeute, Kiesausbeute, das versuchen wir nachher, so gut in unsere Kräfte steht, der Natur wieder zurückzugeben. Werner Scheidweiler hat Spazierwege rund um den See angelegt und freut sich, wenn sich seine Besucher freuen. Über Wassertiere, über Baumfresser und andere Skulpturen am Wegesrand. Aus Bauschutt ist hier eigenwillige Kunst entstanden. Aber Werner Scheidweilers Fantasiebauten stehen im Außenbereich, im Wasserschutzgebiet. Und das ist verboten. Die Behörden schreiten ein. Aber da kam immer, ja, mal sehen. Und dann kam ja die Keule immer. Abriss. Wenn ich das nicht selbst zurückbauen würde, dann kämen sie mit dem Bagger und würden alles platt machen auf meine Kosten. Werner Scheidweilers neuestes Projekt, eine schützende Hand über dem Seegelände. Er ist ein Künstler, der aus allem etwas macht. Das ist die Königin der Nacht. Die habe ich aus einem Ast gearbeitet. Neben Scheidweilers Holzarbeiten, Keramik von Günter Krummeich. 13 Künstler im Kunstkreis Engers sind seit Jahrzehnten verbunden und stellen gemeinsam aus. Immer wieder sind sie, wie Lilo Jaschik, inspiriert vom Schloss. Einmal im Jahr stellt der Kunstkreis auch hier aus. Engers macht von sich reden, dank seines Musenschlosses. Und dank seiner engagierten Bürger, die die Geschichte des Neuwieder Stadtteils immer wieder zum Erlebnis werden lassen. Das war sehr schön.